Ja, also liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet, immer noch mit den Missionen der Südamerika-Gewässer. Und ja, ich brauche jetzt immer noch den Surubim. Ich hoffe, ihn jetzt hier zu fangen. Schon mal ein Fehlbiss. Geht ja gut los hier. Und noch ein Fehlbiss. Warum auch nicht? Fehlbisse sind noch geil. Mögen wir alle. Stundenlang mit wachsender Begeisterung und immer mehr davon. Können nicht genug kriegen von den schönen Fehlbissen. Deswegen spielt man das Spiel ja. Wegen den Fehlbissen. Ohne die Fehlbisse würde das keiner spielen. Und wieder ein Pilbis. Super. Mehr davon. Kann er nicht genug von kriegen. Hab mir nichts sehnlicher gewünscht als Fehlbisse. Sorry. Soll den Lied werden. Diesmal kommt natürlich kein Fehlbiss. Schade. Ich so auf den Fehlbiss gefreut. Oh, mein Sarkasmus müsst ihr mir entschuldigen. Und wieder ein Fehlbiss. Wie soll es auch anders sein? Und wieder der Fehlbiss. Und nee, es hat nichts mit der Köderführung zu tun. Wie einige meinen in den Kommentaren. Es würde an meiner Köderführung liegen, dass ich so viele Fehlbisse habe.
Aber das ist absoluter Blödsinn. Die Fehlbisse hat man bei Stop and Go, die Fehlbisse hat man bei simples Einholen. Die hat man bei jeder Technik. Schwarzer Dornwels in Trophy. Ich brauche einen Surubim in Trophy und nicht einen schwarzen Dornwels. Meine Herren, ey. Entweder Fehlbisse oder falsche Fische. Ja. Was anderes kennt das Spiel nicht. Schon wieder so weit nach vorne getriftet. Sollte auch mal die Mission anmachen. Die mit 80 Kilo hatte ich ja schon im letzten Video. Wie gesagt, hier fehlt noch der Surubim. Und wieder ein Fehlbiss. Entweder Fehlbisse oder falsche Fische. Gibt's gar nicht. Ich bin schon wieder viel zu weit nach rechts abgedriftet. Aber mit Anker ist es zu gefährlich, wenn dann einer über 80 Kilo beißt, kriege ich mit der Rute niemals raus. Mit geworfenen Anker keine Chance. Verliere ich nur Köder und den Jigkopf.
Und wieder der Pfebes. Was soll das? Immer fast an derselben Stelle, immer den Pfebes. Ich frage mich, warum? Na gut, vielleicht kleine Fische und der Achterhaken dann zu groß für die kleinen Fische. Aber ich will ja einen Surubim in Trophy mit über 8 Kilo. Dann muss ich schon einen Achterhaken nehmen. Hat aber keine 8 Kilo. Zander in Tenwels, ne? Jo. Doch, entweder Fehlbisse oder falsche Fische. Und wieder der Pfebes. Ja, noch stehe ich gut. Und wieder der Pfebes.
Das gibt's gar nicht. Wo ist dieser verkackte Surubim, ey? Ich habe den hier schon mal gefangen. Auch in Trophy-Größe. Auch in einzigartig. Kommt einfach nicht wieder hoch, ey. Juhu, wieder ein Peebles. Oh klar, dass da hinten dann wieder ein ganz großer beißt. Fünfzig Kilo. Nicht das, was ich haben will. Gut, dann probieren wir es mal von dieser Seite.
Und wieder ein Fehlbiss. Und wieder ein Fehlbiss. Einfach überall mal hinschmeißen, wer weiß. Vielleicht beißt er irgendwo. Da wo ich ihn bisher gefangen habe, will er auf jeden Fall nicht beißen. Da habe ich nur Fehlbisse und falsche Fische. Und wieder ein Fehlbiss. Und wieder ein Fehlbiss. Was soll das? Mit dieser Unmengen an Fehlbissen. Das ist doch schon nicht mehr normal. Jetzt mal scherzhaft mäßig mal hier so einen kleineren Haken, 18 Gramm Raute 6. Mal gucken, ob dann weniger Fehlbisse kommen. Trotzdem Fehlbiss. An der Farbe des Krebses wird es wohl nicht liegen.
Auch das werden wir nochmal ändern. Nehmen wir mal den Grün. Statt dem Braun. Ändert das ja was. Den Grün habe ich noch nicht mal Pilbisse. Oh, aber ein Biss. Aber wieder ein großer Riesen Antennenwels, genau. Jo, Riesen Antennenwels. Alles die falschen Fische. Ein Umbafisch, jawohl, den brauche ich unbedingt. Habe ich schon sehnsüchtig drauf gewartet. Und wieder ein Pebis. Wenn selbst der kleine Umbafisch da kein Problem hat zu beißen, dann soll dem Wälzer erst recht kein Problem haben. Also. Und Piranhas beißen auf alles, die beißen auch auf den Zähnehaken. Ist ihnen völlig egal. Also was sind das für Fische, die da versuchen zu beißen? Kleinere gibt es hier doch gar nicht. Tatsächlich mal ein Zuhubim, aber leider zu klein.
War schon mal gut zu wissen, dass er hier auf der Ecke ist. Ich fahre mal ein Stück zurück. Werde hier nochmal abkämmen. Nochmal durchkämmen den Boden hier. Wo ein Surubim ist, können auch noch mehr sein, ne? Okay, war wohl doch nur ein Einzelfall. Ein Zufallsfund sozusagen, der eine Surubim. Er hätte ja auch gleich mal ein Trophy mit 8 Kilo sein können hier, damit das Drama mal ein Ende hat hier. Das könnte er sein. Oder wieder ein Zander in Tenwels. Ein schwarzer Dornwels. Einzigartiger sogar. Wahnsinn. So. Muss aber wieder ein bisschen wegfahren hier.
Oh, wieder zu klein. Okay, dann nicht. So, wo habe ich denn noch nicht hingeworfen? Die Richtung. Riesenantennenwels. Jetzt bin ich aber weit ab vom Kurs. Ja, probieren wir es einfach weiter hier in der Richtung. Ja, wo müssen die ja sein, die Sorubims in Troppi. Größe mit über 8 Kilo.
Und wieder im Pebis. Und wieder der Pebis. Immer hier auf 16 Meter. Das ist so zum Kotzen. Da kann ich so weit werfen, da hinten beißt eh nichts. Beißen immer, wenn denn hier vorne. Und wieder Pebis. Diesmal kam der Pebis schon bei 20 Meter und hier kommt sogar noch mal ein Biss. Aber wieder nur ein scheiß Umbafisch, den kein Mensch braucht. Den brauchen wir nur ein einziges Mal, den Fisch. Für die Erkundungsmission. Und sonst brauchen wir den nie wieder. Völlig unnötig, der Fisch. Bringt kein Geld, bringt keine XP. Einfach nur langweilig. Und wieder der Pebis. Und wieder der Pebis. Was soll das?
Das wird wohl nicht wahr sein. Bei der ersten Köderführung nach dem Auswurf gleich ein Biss. Komme ich zu der Ehre. Und ist sogar ein Surubim. Aber leider nicht der richtige. Und wieder ein Fehlbiss. Meine Herren, bis hier mal ein Trophy-Surubim beißt, irgendwie ist, glaube ich, Weihnachten und Neujahr auf einen Tag vorbei. Also nie.
Leider nicht. Alles beißt, nur nicht der Tropfi so Rubin. Und ich frage mich, warum. Wahrscheinlich, weil es um die Mission geht. Richtig geraten. Weil das Spiel einen nämlich verarschen möchte. Richtig geraten. Wieder ein Umbafisch. Sag ich doch. Erkenne ich schon am Biss. Die scheiß Umwehrfische. Und ein Zander-Antennenwelt-Syntrophie. Habe ich den Anker überhaupt raus? Ja. Oh. Diese Tastatur, ey. Macht mich fertig. Fast wäre es auf dem Boden gelandet. Was soll das? Nach dem Pöbis kommt aber auch nicht noch ein zweiter Fisch, Jimmy. Kannst du echt knicken. Ist doch zum Kotzen mit der Steuerung.
Unwahrscheinlich. Sag ich doch. Umba, 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 täterepisch. Das ist wieder kein Umba, kein Surubim in Trophy. Wieder ein normaler Surubim, sag ich doch. Wie man das schon erkennt beim Drillen. Es gibt ja keine Trophys und keine einzigartigen Surubims. Es gibt nur normale. Weil die Mission am Laufen ist. Leider wieder nur normal. Hier gibt's nur normale, aber keine Aale. Dafür gibt es Umbafische, die kein Mensch braucht. Das wird ein richtig schön langes Video. Das werde ich jetzt so lange durchziehen. Und wenn das 10 Stunden geht, das Video. Damit ihr seht, wie scheiße diese Mission ist. Das Spiel lässt einfach kein Surubim in Trophy-Größe spawnen. Ja, genau. Schmeiß mal aus. Da war auch schon wieder einer dran am Köder. Lassen wir ihn mal einen Augenblick am Grund liegen.
Brauchen einfach kein zweiter. Nach dem Fehlbissen kann man es echt vergessen. Kann man reinholen, neu auswerfen. Was für ein scheiß Fehlbiss wir. Und da springt ein Delfin links. Auch nicht schlecht. Brauche ich noch nicht. Kann ich nichts mehr anfangen. Mit dem Delfin. Der kann auch viel besser fliehen. Weil er hat einen Spleen, der Delfin. Das könnte er sein. Nee, doch nicht. Wieder ein riesen Antennenwels. Wo will er mit mir hin hier? Leute, riesen Antennenwels. Und dann auch noch so ein kleiner. So, schmeißen wir mal ein bisschen in die Richtung. Wieder ein Umbaufisch. Oder? Nö, nee, Antennenwels. Genauso blöde.
Und wieder der blöde Philippus. Das ist jedes Mal wahrscheinlich der Tropfi Sorubim, der diesen fetten Philippus verursacht. Nur damit ich die Mission nicht fortsetzen kann. Ach so, ich bin auch ganz oben auf dem Berg jetzt. Da habe ich angefangen. Oder da, 10 Uhr. Jetzt gleich 15 Uhr. 5 Ingame-Stunden. Das heißt, das Video geht schon eine und eine Viertelstunde. Und wieder der Pirbis. Ich werde wahnsinnig hier. Nee, so nicht. Wie ein normaler Surubim, wie es aussieht. Sag ich doch.
Ach ja. Warum sollte auch mal ein Tropfi beißen? Könnte denn vorwärts kommen in der Mission? Das geht ja gar nicht. Und wieder dieser komische Pebis. Aber die Linie ist ganz gut hier. Für so Rubin. Na, ist er das? Ich glaube nicht. Wieder normaler. Nee, ich habe ihn. Ich habe ihn tatsächlich endlich gefangen. Nach fast 1,5 Stunden. Boah. Ich habe schon nicht mehr dran geglaubt, dass er jemals beißen wird. Wieso wird er jetzt so blöde gehalten? Wo ist hier das Licht? Irgendwas stimmt hier schon wieder nicht. Aha. Kann er den nicht anders halten? So wie man die anderen Fische auch hält, so in der Hand. Muss er den jetzt so zappeln lassen? Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich kann ihn nicht mehr bewegen hier. Was ist denn das? Ich komme hier auch nicht mehr raus. Ich würde gerne noch ein bisschen rüberschieben. Ich kann nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr bewegen. Zoom kann ich. Aber ich kann ihn nicht mehr hin und her bewegen. Was ist denn das jetzt hier? Ah, jetzt geht's wieder. Oh, hallo. Was ist das für ein Fisch? Ist er nicht ganz dicht oder was hat er für ein Problem? Nee, jetzt in dem Moment, wo ich ein Bild machen will, fängt er wieder an zu zappeln. Ja, komm, halt still jetzt, dummer Fisch. Hast schon lange genug Zeit verbraucht. Der bleibt einfach nicht stehen. So, jetzt. Gibt's aber gar nicht. Und fürs Team. Meine Herren, ey. Ja, Leute, das war's mit dem verkackten Surubim. Dann bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal fange ich den Tsungaro-Wels mit 30 Kilo. Maku Maku. Oder vielleicht auch erst die Piranhas am Maku Maku. Muss ich mal gucken. Ein Piranha habe ich ja schon am Maku Maku. Den Trophy mit über 1 Kilo. Leider habe ich jetzt hier eine bisschen falsche Reihenfolge der Videos, aber ist ja egal. Hauptsache sind am Ende alle Fische da. Bis dahin, tschüss.